Wir freuen uns als zweite Veranstaltung im Schwerpunkt Transnationale Literatur an der Slawistik der Universität Wien Marko Dinic bei uns begrüßen zu können. Marko Dinic ist deutschsprachiger Schriftsteller, Sohn serbischer Eltern, zwischen Serbien und Österreich groß geworden, geboren in Wien, aufgewachsen in Stuttgart und Belgrad und zum Studium nach Österreich zurückgekommen, von wo aus er bis heute schreibt, und zwar auch und viel über Serbien. Herzlich willkommen, Marko. Danke, dass du mit uns über deinen 2019 erschienenen Roman Die guten Tage sprechen wirst. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wollen wir gleich mit der Lesung beginnen? Ja, machen wir das. Ich will hier niemanden vorschnell verurteilen, glauben Sie mir, sagte er hastig. Aber Sie müssen verstehen, dass wir uns unter potenziellen Mördern und Vergewaltigern bewegen, und zwar ständig. Wussten Sie, dass es in Srebrenica genau einen Klempner gibt? Einen Serben, von dem man weiß, dass er in den 90ern mehr als nur ein krummes Ding gedreht hat. Wenn ein Muslim in Srebrenica also einen Wasserschaden hat, muss er den potenziellen Mörder seines Bruders oder seines Sohnes oder seines Vaters in sein Haus holen, damit ihm dieser den Schaden repariert. So verabschiedet sich die Kultur auf Jahrzehnte. Und liegt nicht etwa darin unsere größte Niederlage, in der Lust an der Effizienz, in den Jahrzehnten, die wir durch die Taten unserer geliebten Verwandten verloren? Plötzlich erschien er mir hilflos. Seine anfangs groben Züge bekamen etwas Weiches, fast Fragiles. Mein Widerwille gegen ihn verflüchtigte sich und ich entspannte mich ein wenig. Ein komischer Mensch, dachte ich, auch wenn er auf eine verquere und fatalistische Weise recht hatte. Ich wusste wenig von Kultur. Ich wurde zu einer Zeit geboren, als die Kultur sich gerade anschickte, die Gebiete des ehemaligen Jugoslawien zu verlassen. Und in Belgrad hatten nach dem 5. Oktober beinahe alle großen Museen geschlossen. Mein Verständnis von Kultur beschränkte sich auf die serbische Version der Mickey-Maus-Hefte, in denen ab und an Bücher wie Moby Dick oder Der alte Mann und das Meer besprochen wurden. Erst im Gymnasium bekam ich diese Bücher auch zu Gesicht, las sie aber nicht. Ob es aus Ehrfurcht war oder einfach nur aus Faulheit, weiß ich nicht. Ich habe die Bücher einfach nicht gelesen. Gemälde irgendwelcher großen Meister kannte ich nur aus den Geschichten meiner Mutter, die als junge Frau mal nach Amsterdam gereist war und mit dem Gedanken spielte, das Arbeiterleben sein zu lassen und Kunstgeschichte zu studieren. Sie tat es aber nie. Als ich nach Österreich kam, versuchte ich alles nachzuholen, von dem ich dachte, es nachholen zu müssen. Meist saß ich jedoch teilnahmslos in den überfüllten Museen und versuchte krampfhaft, mich für jene Dinge zu begeistern, von denen alle anderen begeistert schienen. Die Leinwände in den schweren Bilderrahmen blieben jedoch schal. Ein kleiner Teil von mir wollte sich diesem Treiben nicht einfach so hingeben, wollte sich nicht um jeden Preis an die neue Umgebung anpassen. Die Musik war es am Ende gewesen, die mir ein Stück Heimat bewahrte und gleichzeitig meinen Blick für das Neue schärfte. Bands wie EKW, Azra oder Haustor waren mir wichtiger gewesen als irgendwelche bedeutungsschwangeren Namen, mit denen die Leute meist nur angaben, weil sie sich insgeheim der eigenen Ignoranz wegen schämten. Johnny Stulic aber, Milan Mladenovic oder Darko Rundek kannte ich, als wären wir vor langer Zeit gemeinsam Pferde stehlen gewesen. Zumindest waren sie öfter für mich da gewesen als mein Vater. Nichts drückte die Situation, in der meine Freunde und ich damals uns befanden, besser aus als diese schlichten, aber schlagkräftigen Songs. Als ich in Wien ankam und sah, wie die Leute hier lebten, verstand ich zum ersten Mal die vielen Lieder, die auf Radio Utopia oder den Paket Arrangement Kompilationen zu hören waren. Diese Alben waren das einzige gewesen, das im ehemaligen Jugoslawien als Emanzipationsbewegung durchgehen konnte. Der Rest war tiefschürfende Propaganda. So gesehen hatte sich auch ein kleiner Teil von mir in einer Art nostalgischen Schleife verfangen, die mit der trostlosen Welt meiner Eltern aber nur wenig zu tun hatte. Einige Monate nach meiner Ankunft in Wien begann ich, ein Tagebuch auf Deutsch zu schreiben, doch dieses Schreiben glich mehr einem Dümpeln in seichten Gewässern. Es diente lediglich der Übung und Erweiterung meiner sprachlichen Fähigkeiten, ohne die ich in Wien aufgeschmissen gewesen wäre. In der Schule war ich immer gut in Deutsch gewesen. In Wien konnte ich diese Kenntnisse endlich anwenden. Am Anfang schämte ich mich für meine Einschränkungen, doch sie wurden immer wichtiger für mein Verständnis von dem, was die Österreicher,
heimlich von mir verlangten. Der Duden lieferte mir den Wortschatz, mein Schreiben und die Gespräche die Routine und die Museumsbesuche die Camouflage. Ich kaschierte geschickt meinen rauen Akzent und wenn ich abends nicht arbeitete, beschäftigte ich mich meist mit den Texten und Songs meiner persönlichen Säulenheiligen, von denen ich einige ins Deutsch zu übersetzen versuchte. Was den Rest anbelangt, das besorgte mein Viertel. In Wien lebte ich seit einiger Zeit in Favoriten. Der Block, in dem ich wohnte, ist das Pendant zu dem 17-Uhr-Bus von Salzburg nach Nisch, ein kleines ehemaliges Jugoslawien, eingepfercht in eine westeuropäische Großstadt, in der alles an seinem Platz zu sein schien. Zwei türkische und etliche balkanische Supermärkte versorgten im Umkreis von wenigen Kilometern die Anrainer mit allem, was ihre unbändige Sehnsucht nach der Heimat stillen konnte. Hinzu kamen etliche Balkangrills, Bäckereien und Fleischhauer, Friseure, Kleidungsgeschäfte, kommunistische und nationalistische Nostalgieläden mitsamt den Tito- oder Michailowitsch-Büsten in den Auslagen. Abgeschottet durch ihren ganz persönlichen, aus Nationalismus, Stolz und Vorurteil geformten Glaskäfig, träumten die Leute hier von einem ganz anderen Abschnitt der Donau, einem ganz eigenen Europa. Die Geschichte meines Schriftstellernachbarn über seine Familie erinnerte mich an Milan und dessen Vater, die ein Stockwerk über meiner Gassonier in Wien wohnten. Milan war keine 2 Jahre älter als ich. Er arbeitete nachts am internationalen Busterminal, von wo aus fast alle Busse nach Ost- und Südosteuropa fuhren. Tagsüber versuchte er, so gut es ging, seinen geistig verwirrten Vater in Schach zu halten. Nach dessen Toben und Brüllen konnte man die Uhr stellen. Jeden Tag gegen 3 bekam er einen seiner im gesamten Haus schon berüchtigten Wutanfälle, stampfte mit den schweren Füßen wie ein quengelndes Kind, das Aufmerksamkeit suchte, auf den Boden und keifte grundlos seinen Sohn an. Danach ging er raus zu seinem Wagen, einem alten Opel Kadett Kombi in Kackbraun, und wusch ihn bis in die Dämmerung hinein. Das machte er jeden Tag, bei jeder Witterung. Ich hatte ihn noch nie mit dem Wagen fahren sehen, doch es war mit Sicherheit der sauberste Opel Kadett Kombi in ganz Wien. Ich wusste von Milan, dass sein Vater in Bosnienkrieg gewesen war und dass ihm die von dort mitgebrachten Bilder den Verstand geraubt hatten. Immer wenn ich Milan fragte, was mit seinem Vater geschehen war, erzählte er nur unzusammenhängend von irgendeinem Fest. Es machte mich traurig, Milan so zu sehen. Er schämte sich und wollte mir nicht sagen, was es wirklich auf sich hatte mit den Gräueln, an denen sein Vater in Bosnien beteiligt war. Dieser gehörte, wie mein Vater, aber auch der Vater meines Sitznachbarn, zu jenen, die den Krieg mit nach Hause gebracht und das persönliche Trauma zu einem Kollektiven gemacht hatten. Bei ihren Vätern verlief es laut und blutig, bei meinem leise und hinterfotzig. Der ganze Balkan litt unter diesen falschen Vätern, besonders meine Generation, die sich erst sehr spät wehren oder wie ich davonrennen konnte. So, wir springen jetzt auf die Seite 86, also von Seite 22 auf die Seite 86, und wir befinden uns nach wie vor im Bus und es redet der Sitznachbar des Hauptprotagonisten. Nochmals. Es wäre wirklich zu viel, mich einen Schriftsteller zu nennen. Betrachten Sie mich mehr als einen Elektriker mit einem Faible fürs Wort. Ah, nein, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal lesen. Nochmal, es wäre wirklich zu viel, mich einen Schriftsteller zu nennen. Betrachten Sie mich mehr als Elektriker mit einem Faible fürs Wort. Als einen arbeitslosen Verbrechensbekämpfer, gab er lächelnd zurück, von meinem Themenwechsel sichtlich unbeeindruckt. Gut, antwortete ich. Arbeitsloser elektrischer Verbrechensbekämpfer. Woran schreiben Sie denn gerade? Ha, sehr gut, mein Lieber. Er klopfte mir auf die Schulter und fuhr fort. Ich schreibe an einem Buch über den Balkan, seine Bewohner, die Herkunft meiner Familie. Es soll aber weniger von meiner Familie handeln, sondern mehr einem gesellschaftlichen Panoptikum gleichen oder einer Topografie. Ich bin dahingehend immer unschlüssig. Alles vor dem Hintergrund der großen Schweinerei der 90er. Ein Komplex, der viele Themen durch Fallbeispiele vereinen soll. Opfer, Täter, Korruption, Sitte, Mentalität, Geschichte, Sozialismus, Nationalismus, Stolz, Ehre, Männlichkeit. Natürlich darf auch die Diaspora nicht zu kurz kommen. Sie sind naiv, wenn Sie denken, ich hätte nichts für diese armen Schweine hier übrig. Schließlich bin ich derjenige, um nicht zu sagen, der Einzige,
der diesen Menschen geduldig zuhört, ihnen aufs Maul schaut, wie man so schön sagt. Ich verstelle und verbiege mich für jede gute Anekdote, gehöre quasi zur Einrichtung jedes ordentlichen balkanischen Nostalgievereins. Folklore, Reigentänze, stundenlange Akkordeonorgien, Flaschen über Flaschen an Hochprozentigem, das ganze Gelaber über die verlorene Heimat, obwohl die meisten in Wien oder München oder Göteborg oder Rom oder Istanbul oder Buenos Aires oder Melbourne oder Chicago geboren wurden. Der Balkan ist klein, unsere Diaspora aber ist groß. Er schnappte nach Luft, als wäre er sich selbst vorausgeeilt und müsste sich nun wieder einholen. Mir aber wurde zum ersten Mal klar, dass ich keinem Elektriker, keinem Schriftsteller und keinem Verbrechensbekämpfer gegenüber saß. Dieser Mensch hatte einfach nur einen Schuss. Unterdessen fuhr er mit seinem Lamento fort. Es ist nämlich so, mal hassen die Kroaten die Serben, die Serben die Bosniaken die Serben die Kroaten. Mal lieben sich alle abgöttisch, das kommt auf die Promille an. Irgendwann erwischt man sich selbst dabei, wie man grölend mit der Masse tanzt, die drei gespreizten Finger in der Luft. Es ist ekelerregend, doch ist es notwendig, sowohl für mich als auch für die Leute, die ich beschreiben möchte. Wen haben wir denn schließlich sonst, der sich um uns kümmert? Wer sonst kümmert sich um das Nachleben derer, die tagtäglich vergiftet werden von den Narrativen, die dieser Inzestverein namens Politik in ihre anfälligen Köpfe pflanzt? Ich kenne diese Leute, ihre Sehnsüchte, ihre Ängste, ihre irrationale Nostalgie gegenüber einem Land, das es gar nicht mehr gibt. Was ich damit sagen will, die meisten von uns sind doch schon verloren. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen es nicht wert sind, gerettet zu werden. Es ist ein schwerwiegendes Unterfangen. Schließlich muss ich die Balkanesen als blutrünstiges Pack entlarven und die Westler als vorurteilsbeladene Affen, die denken, Balkanesen wären ein blutrünstiges Pack. Meine Aufgabe ist es, all diese Widersprüche zu entlarven, vor allem auch meine eigenen. Das ist keine klassische Recherche, die ich da betreibe. Das ist blutige Feldarbeit. Wissen Sie, wie viele ex-jugoslawische Kulturvereine es in Österreich gibt? Von den Recherchearbeiten in den Heimatländern ganz zu schweigen. Ich gleiche mehr einem Ackermann. Bei mir werden nicht die Finger wund, sondern der Kortex. Ich bin, wenn Sie so möchten, ein Chronist. Auf jeden Fall stehen die Bewohner der vier großen balkanischen Hauptstädte Zagreb, Belgrad, Sarajevo und Wien im Mittelpunkt meines Buches. Vorzugsweise das, was sie selber über ihre Städte zu erzählen haben, über ihre Abhängigkeiten und ihre Abgründe. Wie meinen Sie das, fragte ich. Na, Sie sind doch in Belgrad aufgewachsen, oder? Und Sie haben mir doch vorhin von Ihrem Vater erzählt. Ich nickte misstrauisch, ohne zu wissen, worauf er hinaus wollte. Naja, da haben Sie Ihre Abhängigkeit und Ihren Abgrund, sagte er. Und das Verhalten Ihres Vaters ist doch nur das Symptom einer von vorne bis hinten verarschten Gesellschaft, der man seit Jahrzehnten die richtige Medizin für ihre Gebrechen verwehrt. Ein gehöriger Tritt in den Arsch. Früher haben die Väter uns mit dem Gürtel erzogen. Jetzt liegt es an uns, unsere Väter zu erziehen. Und die Gürtel gleich mit. Gleichzeitig lachten wir los, ohne auf die Passagiere Rücksicht zu nehmen. Diese aber beachteten uns, wie es schien, schon lange nicht mehr. Der Bus fuhr in aller Ruhe seinem Ziel entgegen. So, und jetzt machen wir noch einen großen Sprung, und zwar einen von fast 60 Seiten, und landen in Belgrad in der Jetztzeit, also sprachlich im Präsens. Und ich lese aus dem Gespräch zwischen dem Hauptprotagonisten und seiner Großmutter, die jetzt gerade zu Wort kommt. Dein Vater und seine Brüder, mein Junge, sind schwierige Männer. Aber welcher Mann in diesem Land ist das nicht? Er weiß es nicht besser. Woher auch? Sie sind alle für das Leben, das du dir erträumst, schon lange verloren. Sie bleiben ihr Leben lang die Bauernjungen, zu denen dein Großvater, der faule Hund, sie unbedingt erziehen wollte. Großmutter hält ihre Augen geschlossen und summt leise ein Lied. Die Melodie deckt sich seltsamerweise mit dem Schlagzeug, dessen Höhen es als einzige von meiner Anlage im Zimmer bis hierher schaffen. Und als ich glaube, das Lied erkannt zu haben, öffnet Nana ihre Augen und fängt an zu erzählen in einem Ton, den ich so noch nicht bei ihr gehört habe.
Ich bin es falsch angegangen, mein Sohn. Ich wollte es anders machen. Meinen Kindern beweisen, dass ich mühelos dieselben Arbeiten verrichten konnte wie ihr Vater. Dass auch ich für die Ohrfeigen zuständig war und nicht nur der Mann. Aber irgendwann hat er mir die Kinder einfach weggenommen. Ich war starr vor Angst, wusste nicht. Und als ich mich dann zur Wehr setzen wollte, war es schon zu spät. Diese Jungs gehörten mir nicht mehr. Alles schien mir auf einmal so fremd, auch mein Leben. Und ich war nicht die Einzige, die es so erging. Das ganze Dorf, das ganze Land voller Frauen, von denen niemand jemals etwas anderes wollte, als die Klappe zu halten und Kinder zu gebären. Was für eine bodenlose Frechheit. Ich würde vor Scham im Boden versinken. Glaubst du, dein Großvater, dieser Mistkerl, hätte dasselbe getan? Sie machte eine kurze Pause. Doch glaub mir, mein Sohn, langsam aber sicher werdet ihr anfangen müssen, euch zu schämen. Im Boden sollt ihr versinken. Wie gelähmt sitze ich auf meinem Hocker, wage nicht die leiseste Bewegung, während Großmutters schwerer Atem langsam wieder abflacht. Ich starre sie entgeistert an, aber sie wirft mir nur einen verächtlichen Blick zu, als wäre ich von einem Augenblick zum nächsten nicht mehr ihr Enkel, als wäre ich ein Fremder, der die Grenzen des Anstands schon vor langer Zeit überschritten hat. Mir ist übel, aber ich bleibe wie angewachsen auf dem Stuhl sitzen, rühre mich nicht, höre meinem nervösen Herzschlag zu. Plötzlich knackt es, die Klimaanlage setzt wieder ein. Und als wäre sie geweckt worden, zuckt Großmutter kurz zusammen und setzt ihr verschämtes Lächeln wieder auf. »Geht es dir gut, Nana?«, frage ich. »Mach dir um mich keine Sorgen, mein Junge«, sagt sie etwas müde. »Schau du nur, dass du von hier wegkommst. Irgendwo da oben lebt es sich besser und wo es sich besser lebt, da will ich dich wissen.« Nun sehen wir uns wieder in die Augen. Meine Gedanken wandern von einer Szene zur nächsten. Wald, wie Bus, Vidik, Schule, Milosch, Marco, Gile, Momo, Nana, stopp! Seltsamer Tag, stelle ich fest. Ich kann mir förmlich beim Denken zusehen, beim Treiben von einem Abgrund zum nächsten, beim Treffen falscher Entscheidungen, die so falsch nicht sein können, wenn nur Nana an meiner Seite bleibt, egal wo ich gerade bin. Doch die Entscheidung muss endlich her. Nein, die Entscheidung ist schon längst da. Ich gehe, Nana, brülle ich fast triumphierend in den Raum, falsche Tränen von der Wange wischend. Ich habe heute wieder lange drüber nachgedacht. Ich will endlich weg aus diesem Loch. Ich will nach Wien, zumindest für ein Jahr oder so. Und vielleicht zwei. Ich brauche nicht, wirklich nicht viel. Ich nehme nur das Nötigste mit. Morgen fahre ich in die Stadt, da hole ich mir alle Informationen fürs Visum. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin sicher, du tust das Richtige, mein Junge. Du machst mich sehr glücklich damit, erwidert sie und beugt sich vor, um mir einen Kuss auf die Stirn zu geben. Und mach dir um Himmels Willen keine Sorgen. Alles, was du an Geld brauchst, gibt dir deine Nana. Die Pension ist winzig, aber ich brauche auch nicht viel. Wir sitzen einander gegenüber und mir fehlen die Worte, die meine Scham und Hilflosigkeit aufwiegen könnten. Ich weine wie seit Jahren nicht mehr. Keinen Dinar von ihrer Pension will ich. Das wenige Geld, das sie sich in all diesen bitteren Jahren erarbeitet hat. Doch ich brauche es. Es gibt keine andere Möglichkeit. Draußen verschwindet langsam eine gnadenlose Sonne. Großmutter und ich reden wie alte Bekannte, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen haben, jedoch einst eine innige Geschichte miteinander teilten. Schließlich senkt sie langsam ihre alten, ledrigen Hände und zieht vom Daumen ihrer linken Hand einen dünnen, goldenen Ring. »Das ist der Ehering deines Großvaters. Sie legt ihn mir in die Hand und ermahnt mich, ich solle auf ihn aufpassen. Sie wolle ihn irgendwann wiederhaben.« Vielen Dank, Marco, für die gelesenen Passagen. Vielleicht beginne ich mal und frage dich nach Österreich. Österreich glänzt ja in deinem Text, wenn man so möchte, durch Abwesenheit. Das ist so eine ständig latente Präsenz, die im Grunde dadurch hergestellt wird, dass Österreich nicht wirklich dominant im Roman vorkommt. Mhm. Dein Protagonist bewegt sich am Beginn von Österreich weg auf seiner Busfahrt oder in anderen Passagen, befindet er sich in Belgrad und sehnt sich weg, wobei Österreich und Wien ja auch nicht dezidierter Sehnsuchtsort ist, sondern im Grunde doch ein Zufallstreffer, dass er dort landet. Kannst du uns vielleicht ein bisschen etwas sagen über die Rolle von Österreich in deinem Roman? Und vielleicht kannst du auch noch etwas ergänzen zu diesem, was du in der Lesung auch gelesen hattest, zu diesem Sehnsuchtsort deutsche Sprache. Mhm. Also so wie ich
das verstehe und Österreich, also wenn ich jetzt auf den Roman blicke und was der Protagonist auch sagt selbst, ist Österreich im Grunde nur Mittel zum Zweck. Also er ist eigentlich jemand, der so getrieben ist von dieser Wut, dass er in Serbien unmöglich seine Gedanken ordnen kann und er sucht sich insofern einen Ort, in dem einen angemessenen Ort für, um diese Gedanken zu ordnen und um irgendwo über das Land und seine Rolle darin und die Rolle seines Vaters nachdenken zu können. Ob ihm das gelingt, das bezweifle ich, aber insofern könnte Österreich auch Deutschland sein oder Schweden oder andere Orte, in denen die serbischsprachige Diaspora groß ist. Ich glaube schon, dass es sich in allen Fällen um diese Orte handeln würde. Also hätte er jetzt zum Beispiel einen anderen Ort gewählt, also er hätte, glaube ich, schon einen Ort gewählt, in dem die serbischsprachige Diaspora groß ist. Aber insofern ist eigentlich dann Österreich wirklich Mittel zum Zweck. Und die deutsche Sprache als Sehnsuchtsort ist natürlich im Buch, also da ist eine große Diskrepanz zwischen natürlich mir und dem Hauptprotagonisten. Für ihn ist die deutsche Sprache eine willkommene Gelegenheit zur Camouflage, wie er immer wieder betont. Und als ein Rückzugsort der falschen Anpassung. Und für mich persönlich ist ja die deutsche Sprache die Sprache, in der ich schreibe, meine Schriftsprache. Genau. Verstehe. Lass uns doch dabei bleiben, dass du sagtest, das leuchtet mir nämlich ein, Österreich ist zwar kontrastive Folie, aber ein Ort mit einer signifikanten serbischen oder südslawischen Diaspora ist Grundvoraussetzung für die Geschichte, die du erzählst. Da würde ich dich gerne eine etwas vielleicht undankbare Frage, weil wir uns im Vorfeld auch schon darüber unterhalten hatten, dir stellen. In den Klappen- und Lesungstexten wurdest du sehr häufig angesprochen auf den Begriff Gastarbeiter und Gastarbeiterexpress, den du im Roman ja für den Bus von Wien nach Belgrad eingesetzt hast. Und auch auf einer Veranstaltung mit Katja Gasser, an die ich mich lebhaft erinnern kann, habe ich dich dann auch sehr verwehren gehört gegen diesen Begriff des Gastarbeiters, ihn anzuwenden auf, sagen wir mal, gegenwärtige Kontexte. Kannst du vielleicht das ein bisschen erläutern? Warum hast du den Gastarbeiter-Express zum Beispiel als Transportmittel gewählt, wenn gleichzeitig dieser Terminus auch unbrauchbar geworden ist? Was steckt dahinter, hinter deiner Ablehnung des Begriffs? Die Ablehnung des, also meine Ablehnung des Begriffs fußt eher auf die heutige Zeit, weil meines Erachtens auch der Gastarbeiter mittlerweile auch für sehr viel breiter angewendet wird, als er aus dem historischen Kontext wirklich etwas hergibt. Also wenn wir über Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter reden, dann sind das für mich sehr starke Körperdiskurse. Mhm. Wir haben eine Gruppe von Menschen, deren körperliche Kraft und Arbeit durch Verträge vor 40, 50 Jahren festgelegt wurden beziehungsweise getauscht wurden mit anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass man diesen Begriff so heute für Leute anwenden kann, die zum Beispiel infolge eines Brain Drains Serbien verlassen, die infolge von jetzt widrigen akademischen Umständen oder die Länder verlassen, weil da nicht wirklich auch natürlich auch irgendwo ihre Körper auf dem Spiel stehen, aber nicht in dieser Form, wie sie es zum Beispiel in den 70er Jahren es taten. Trotzdem bedeutet es nicht, dass es die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nicht gibt. Und das wird ja auch im Buch aufgegriffen, nur gehört der Hauptprotagonist nicht dazu. Das sagt er auch von Anfang an. Er wird auch nicht als solcher akzeptiert.
weil sich eben, weil es eine ganz, ganz, ganz eigene Welt ist, die ihm natürlich auch durch sein Alter, den Kontext, die Zeit und auch am Ende des Tages durch seinen Körper verwehrt bleibt. Mhm. Mich hat dann den Begriff in deinem Roman fasziniert, im Grunde, dass eine gewisse Form der Übertragung mir möglich erschien, wenn man das Gewicht beim Gastarbeiter, um das noch ein bisschen auszuführen, warum vielleicht auch so viele, nicht nur ich, auf diesen Begriff springen, wenn man das Gewicht nicht auf den Arbeiter legt, also nicht auf die soziale, darin angelegte Schicht der, der körperlichen Arbeit, die das involviert, sondern mehr auf den ersten Teil des Gastes, dann ist sozusagen sehr dominant, dass es sich dabei um Leute handelt, die aus Arbeitsgründen irgendwo anders hingegangen sind, aber im Kopf in der auch Ausrichtung gezwungen wurden, zu gehen. Also Leute gezwungen waren, ja, gezwungen waren zu gehen und eigentlich auch keine anderen Möglichkeit sahen. Darin sind sie vielleicht auch irgendwo ähnlich der heutigen Generation, die auch sich irgendwo gezwungen sieht, die Länder zu verlassen. Aber auch zum Beispiel der Terminus Gastarbeiterin und Gastarbeiter ist meines Erachtens auch irgendwo verfehlt aus dem Blickwinkel der Länder, die diese Menschen beherbergt haben, weil die Leute haben sich alles andere, gerade auch diese erste Generation an Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, haben sich alles andere als Gäste gefühlt in diesen Ländern. Also ich würde eher so den Terminus Fremdarbeiter, weil ich glaube, sie haben sich eher fremd gefühlt und dadurch, dass manche auch wirklich in den ersten Jahren in Massenquartieren eingepfercht waren und im Grunde nur ihre Arbeitskraft von Wichtigkeit war, finde ich auch grundsätzlich den Terminus sehr problematisch in dem, weil die Gäste waren die wenigsten. Und ich glaube tatsächlich, dass, also wenn man das so umdreht, könnte man vielleicht wirklich heute, man nimmt, weiß ich nicht, also dieser Terminus Arbeiter und Arbeiterin stört mich schon weiterhin, weil ich bin kein Arbeiter, also ich bin kein physischer Arbeiter, aber wahrscheinlich werden die jungen Akademikerinnen und Akademiker, die jetzt aus Serbien, Bosnien und Kroatien in den Westen kommen, eher als Gäste empfangen als die Menschen von vor 50 Jahren. Ich hatte auch eigentlich einen anderen Aspekt des Gastes gemeint und ich stimme dir zu. Was es nämlich bei mir angestoßen hatte, war so die Vorstellung, gibt es so etwas wie den Begriff des Gastkünstlers, der Gastkünstlerin, die wir hier anwenden könnten? Denn unter Gast meinte ich gar nicht so sehr den Aspekt der Willkommenheit, sondern mehr die eigene Ausrichtung, und jetzt komme ich zu dem, was mich da auf die zurückgelassene Heimat. Das Interessante ist ja an deinem Roman auch aus einer gewissen Perspektive, dass er mit ständiger Ausrichtung auf Serbien hingeschrieben ist. Das heißt, der Protagonist, der zwar Serbien verlassen hat und auch schon 10 Jahre dort nicht mehr weilt, lebt sein Leben in gewisser Form ausgerichtet auf dieses zurückgelassene Serbien. Aber wir müssen vielleicht an der Stelle das nicht weiter ausführen. Der ihm immanente Gast. Also sich immer auch irgendwo als Gast zu fühlen, damit man die in der Ausrichtung wieder zurückzugehen. Und da musste ich sagen, dachte ich, ich fand das wunderbar, dass als Gastkünstler sozusagen die gewisse Erschöpfung als Zustand auch daraus zu sehen ist, genauso wie die Notwendigkeit zu gehen, ja, das Getriebensein und dann aber die ständige Ausrichtung und zwar nicht nur des einen Protagonisten. Da könnten wir vielleicht über deine Figuren sprechen. Du hast ja bei den Figuren in deinem Roman erstmal diesen Protagonisten, der von Wut getrieben ist im Grunde. Ich sage eigentlich auch immer nie so Protagonist, weil ich finde diese Figur, dieses Ich-Erzählers eigentlich sehr problematisch, auch in ihrer Ausformung. Ich sehe ihn auch niemals als Protagonisten. Er ist immer so ein Antagonist seiner selbst. Er ist eigentlich jemand, der gerade durch seine Wut sich immer wieder Hürden in den Weg stellt. Und er agiert meines Erachtens niemals als Protagonist. Klar, natürlich, man sagt immer so, er ist so der Hauptprotagonist, aber ich glaube, gerade seine Problematik besteht darin, dass er eigentlich
jemand ist, der gegen sich selbst arbeitet die ganze Zeit. Und das verleiht ihm irgendwie so etwas Antagonistisches, meines Erachtens. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich meine, als Literaturwissenschaftlerin würde ich ja vielleicht sagen, das ist ein intradiegetisch-homodiegetischer Erzähler. Der dann, und das ist das Interessante daran, der ja diese antagonistische Struktur auch in dieser anderen Figur, diesem alter Ego, diesem Doppelgänger, der Nachbar genannt wird, genau, findet, indem diese Widersprüchlichkeit irgendwie auch nochmal ganz stark nach vorne getrieben wird. Nicht? Die beiden funktionieren ja eigentlich nur im Wechselbezug aufeinander. Vielleicht kannst du da noch etwas zu sagen zu diesen Serbien-Kommentatoren. Ja, das ist eigentlich, ich hatte am Anfang nur diese wütende Figur und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, erstens, wieso ist sie so wütend und zweitens, was bewirkt diese Wut mit ihr? Und so wie ich das irgendwie verstanden habe, was ich da geschrieben habe, manchmal entgleitet ja einen auch irgendwie die Figur, beziehungsweise sie funktioniert nach eigenen Regeln, beziehungsweise sie hat innere Regeln, die sich vielleicht mit meiner Idee von ihr nicht decken und dahingehend wird sie auch geschrieben. Und so wie ich diesen Hauptprotagonisten verstehe, ist da jemand, der gerade durch diese Wut verunmöglicht es ihm, diese Dinge klarer zu sehen. Er braucht auch irgendwo so diese Wut, um seine Flucht zu legitimieren, seine ständige Flucht vor seinem Vater, vor den widrigen Umständen in seines Heimatlandes, vor sich selbst am Ende. Und diese Wut verunmöglicht es ihm, wirklich einen klareren Blick auf drängende Fragen zu richten. Nehmen, was die Vater-Sohn-Frage anbelangt. Da alles, was über den Vater in diesem Roman gesagt wird, kommt aus ihm heraus und ist eigentlich nur Spekulation, also als Leserin und Leser. Und dann wird man am Ende mit einer sehr ganz anderen Gestalt des Vaters konfrontiert. Also ist das überhaupt real, dieser Vater, so wie er ihn in seiner Wut konstruiert hat. Und der andere Protagonist, dieser sogenannte Nachbar, fungiert eher als so eine Gegenerzählung. Er ist auch jemand, der irrsinnige Probleme mit seiner Familie hat, vor allem mit dem männlichen Teil der Familie, der in den Kroatienkrieg gegangen ist, um ein bisschen, wie er sagt, Krieg zu spielen. Und er aber sucht einen anderen Weg. Er wird nicht von dieser Wut, bei ihm ist auch eine Wut vorhanden, aber er versucht, einen Schritt zurückzugehen und sich ein bisschen besonnener auf die Dinge zu blicken. Er schreibt ein Buch darüber. Also das alleine schon sagt sehr viel über ihn aus. Er ist nicht jemand, der die ganze Zeit nur eindrischt, sondern er ist wirklich jemand, der einen Schritt zurückgeht und ein bisschen, sagen wir mal, einen akademischeren Weg geht, um die Sachen für sich aufzuarbeiten. Also nicht nur Antagonisten, sondern auch komplementäre Figuren, die unterschiedliche Zugänge genau, zur Thematik absolut, für sich suchen. Dein Roman ist ja auch intertextuell sehr dicht gewebt. Ja? Man findet da so alles Mögliche, von Ilse Eichinger Zitaten bis hin zu ganzen, wie du es mir selbst bezeichnet hast, das Gegenüber, ganzen Joseph Conrad Plagiaten aus Heart of Darkness, ja, abgeschriebene ja. Passagen. Und dann ist es ja auch transformierte. So, auch, es ist natürlich auch so, dass sehr viele jugoslawische Verweise und Anspielungen darin sind. Das sind zum Beispiel die New Wave Bands, Azra, Austor, Ekaterina Velika. Ja. Dann aber auch ganz deutlich die Präsenz des Films Koto Tamo Peva von 1980, der ja offenbar auch eine Vorlage für diese Busfahrt jedenfalls bildet. Und da in dem Zusammenhang würde mich ein bisschen interessieren, was bedeutet für dich die Präsenz anderer Literatur in deiner Literatur? Und wie sieht eigentlich deine imaginierte Leserin oder dein imaginierter Leser aus, wenn du schreibst oder als du diesen Roman geschrieben hast? So ein bisschen, was mir durch den Kopf ging, ist natürlich, die serbischen Leserinnen werden nicht auf Anhieb die Ilse Eichinger Zitate ausfindig machen. Vielmehr aber noch ist, glaube ich, den deutschsprachigen Leserinnen
schwer zugänglich, was das mit diesen Bands auf sich hat. Also vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Ja, vielleicht ist das auch irgendwo dieser transkulturelle Moment auch, in dem auch diese Lieder in übersetzter Form im Roman abgedruckt werden und die Originaltexte jetzt ausgespart bleiben. Was die Intertextualität anbelangt und die Wichtigkeit für meine Literatur, die würde ich gleich mal... Ich glaube, die Intertextualität ist wichtig für jegliche Art von Literatur, also für jegliche Art von Schreiben, zumindest so wie ich Literatur bzw. auch das Schreiben verstehe, weil das Schreiben entsteht ja erst in der Wechselwirkung mit dem Lesen. Und da ist natürlich die Lektüre ganz, 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 ganz wichtig, auch im Hinblick dessen, dass man manchmal, wenn man irgendwie für gewisse Passagen keine Lösung hat, erzählerisch keine Lösung hat, sie man auch durchaus bei anderen Leuten wiederfindet. Ich glaube, sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich kenne, also die ich sehr schätze, zum Beispiel Daniel Kisch, haben genauso gearbeitet. Und dem geht jetzt nicht voraus, irgendwie die Vorstellung, es wurde alles schon erzählt und es gibt nichts Neues unter der Sonne, sondern es ist eigentlich... so wie ich das Schreiben verstehe, immer wieder die Suche nach Möglichkeiten, gewisse Dinge zu erklären, beziehungsweise Wege zu finden, Sachen zu beschreiben, ohne dass sie Plattitüden oder dass sie platt wirken und dass sie zu Plattitüden verkommen. Und da gibt es definitiv schlauere Menschen als ich, die schlauere Sachen geschrieben haben und bessere Sachen geschrieben haben. Und dass ich mir diese Sachen aneigne, insofern als dass ich sie pervertiere, beziehungsweise das ist auch eigentlich ein Übersetzungsmoment, den ich da betreibe, und ist meines Erachtens etwas Selbstverständliches. Zumindest für mein Schreiben. Was die Leserinnen und Leser anbelangt, da muss ich sagen, ich hatte immer irgendwie so die Vorstellung, Romane schreiben zu wollen, die ich selber gerne lesen möchte. Und ich bin da tatsächlich, also gerade bei diesem Roman bin ich tatsächlich von mir ausgegangen, auch im Hinblick auf die zeitgenössische serbischsprachige Literatur, was für ein Roman fehlt mir. Mir fehlt eigentlich gerade, es gibt auch Romane, die sehr, sehr abrechnend, aber in dieser Härte fehlten mir Romane, die wirklich so mit dieser ganzen kriegstreiberischen Generation Abrechnung betreiben. Und grundsätzlich beim Schreiben imaginiere ich, und das soll jetzt wirklich nicht arrogant klingen, also der perfekte Leser für mich bin ich. Das ist eigentlich schon Teil des Prozesses. Deshalb sage ich, es soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern das ist irgendwie Teil des Prozesses, insofern, als dass ich mir die Frage stelle, was fehlt mir an Erzähltem, sowohl in der serbischsprachigen Literatur als auch in der deutschsprachigen Literatur, und was würde ich gerne lesen. Und das bedeutet nicht, dass ich der perfekte Leser bin, um Gottes Willen, aber ich sehe das als Teil des Prozesses, also wenn ich anfange zu schreiben. Das ist genauso wie beim zweiten Roman, das ist dasselbe eigentlich. Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant, ja. Wirft doch auch nochmal ein anderes Licht auf die Notwendigkeit, vielleicht doch dieses Österreich im Hintergrund zu haben, aber vielleicht dafür... Wenn ich noch kurz was einwende, ich glaube, das Problem... Auch grundsätzlich ist auch an der deutschsprachigen Literatur heutzutage oder in der Literatur grundsätzlich ist, wenn man es meines Erachtens ist, dass die Leute zu sehr darauf achten, welche Leserinnen und Leser im Hinterkopf zu haben. Für welches Publikum ist das geschrieben? Und das ist meines Erachtens auch Ausdruck irgendwo eines Marktes, der gewisse Sachen verlangt. Und gerade sehen wir, gerade in der deutschsprachigen Literatur, in der es 80.000 Neuerscheinungen jedes Jahr gibt, dass dieser Markt auch es wirklich gut vermag, seine hässlichsten Kinder zu reproduzieren. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr unsägliche Situation,
auch in der deutschsprachigen Literatur, weil sehr viele gute Bücher und gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller unter diesem Wust an Schrott begraben werden auch. Dahingehend suche ich irgendwie eine neue, diese Herangehensweise ist auch nicht neu, sondern eigentlich auch eine fast sehr klassische Herangehensweise. Dein Buch hat sich ja am Markt sehr gut verkauft, im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, wurde sehr gut aufgenommen. Ich weiß, dass das Buch gerade übersetzt wird, hast du mir erzählt, ja, bei Baibook erscheint, im genau, BKMS. Kann man mal gespannt sein, wie der dortige Buchmarkt darauf reagieren wird und ob da dieser Wunsch von dir auch praktisch ein Desiderat zu füllen. Da bin ich mal gespannt darauf. Ich hast du schon Einblick in die Übersetzung? Ja, ja, ich arbeite, Dragoslav Dedovic, der Chef der deutschen Welle Serbien, übersetzt das Buch, ein wirklich toller Übersetzer und toller Mensch, und ich arbeite mit ihm gemeinsam an der Übersetzung, also weil eben auch Serbokroatisch doch meine Erstsprache ist und ich natürlich Einblick bzw. auch Teil des Prozesses dieser Übersetzung sein möchte, und das hat sich ich wusste, dass genau das kommen wird, genau in den Passagen, in denen es um den Belgrader Slang geht. Ja. Und die habe ich mir nicht nehmen lassen wollen, weil das dann doch Teil irgendwie auch meiner Kindheit ist und meiner Jugend, die ich in Belgrad verbrachte. Und gerade in diesem Belgrader Slang sehr viel von diesem Milieu, das ich da drin beschreibe, sich niederschlägt. Also auch diese Härte, mit der diese Jungs da aufwachsen, sich in dieser Sprache niederschlägt, in die sie sprechen. Härte, aber dann auch eine Liebe, nicht? Also ich meine, das sind ja ganze Liebespassagen an Belgrad, die du da schreibst, in der harten Sprache des Belgrad. Und so habe ich es jedenfalls gelesen. Nicht? Also vielleicht können wir ganz kurz bei der Sprache noch bleiben, weil du davon sprachst. Bei uns in diesem Zusammenhang Transnationalität, Transkulturalität ist Sprache natürlich ganz entscheidender Faktor. Und du sagtest gerade selbst, Serbisch ist so eine Subsprache auch in deinem deutschen Text, also präsent gerade in diesem Belgrader Jargon. Kannst du vielleicht überhaupt noch etwas sagen zur Frage von den Interferenzen von Sprachen? Früher hat man das immer als negativen Begriff verwendet. Die eine Sprache stört die andere Sprache. Jetzt sieht man schon viele auch andere Potenziale darin. Und vielleicht auch noch, was mich interessieren würde, ist Deutsch denn, wenn du diese rückblickende Beschreibung Serbiens und diese Erfassung Serbiens, diese literarische, geleistet hat, für dich in gewisser Weise auch etwas wie eine neutralere Sprache, in der die Beschreibung Serbiens besser möglich war? Hättest du es auch auf Serbisch schreiben können? Ich hätte es auch auf Serbisch schreiben können. Ich glaube nicht in dieser Präzision. Also dadurch, dass ich auch schon sehr lange in Österreich lebe und ich mich in der deutschen Sprache sehr, sehr wohl fühle. Ich glaube, Distanz hat natürlich auch damit etwas zu tun. Also vielleicht auch vielleicht hat auch etwas Mut damit zu tun. Also dass ich mich mutiger fühlte, so etwas Hartes und so etwas doch sehr Angreifendes in Deutsch zu verfassen, wobei ich mir jetzt auch denke, bei der serbischen Übersetzung, ich hätte es auch getrost auf Serbisch schreiben können. Ich glaube, am Ende des Tages überwog tatsächlich die Routine in der Sprache und auch irgendwo meine, ich sage das immer so, ich liebe die deutsche Sprache nicht, aber ich bin schon sehr verliebt in sie. Und einfach die Möglichkeiten der deutschen Sprache irgendwo auch auszuschöpfen für mich. Vielleicht liegt dem auch zugrunde dieser Drang des Ausländers, besser Deutsch zu schreiben als die Muttersprachler irgendwo. Also das sehe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr oft bei ich nenne es den Nabokov-Effekt. Ja, absolut, ja, genau. Und das ist auch tatsächlich so, also wenn man sich irgendwie Ada anschaut, das ist ja Wahnsinn, also was der auf Englisch geschrieben hat, obwohl er russischer Muttersprache, und irgendwie so dieser Drang, besser zu sein, auch ich habe tatsächlich irgendwie so im Zwiegespräch mal sinniert, warum das so ist auch und
was eigentlich irgendwie so diese Aufgabe auch irgendwo, die, weil wir sehen ja jetzt gerade wirklich sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit migrantischen Wurzeln, wie sie anfangen, wirklich auf Deutsch zu schreiben, und zwar wirklich großartige Romane. Irgendwo, was auch irgendwo die Aufgabe von uns ist, und da habe ich irgendwie so diesen zugespitzten Satz im Kopf gehabt, eigentlich ist es irgendwie unsere Aufgabe, das Deutsche, den Deutschen wegzunehmen und sie von den Deutschen zu befreien. So und irgendwie so dieser, und das meine ich so zugespitzt, aber was ich meine, ist wirklich so von irgendwie gängigen Bildern zu befreien, etwas von unseren Erstsprachen in die deutsche Sprache mit einfließen zu lassen, ein bisschen die deutsche Sprache als etwas sehr Breites, viel Breiteres zu verstehen. Und dahingehend spielt natürlich auch, jetzt, wenn ich meinen Roman anschaue, der Umstand die Rolle, dass ich ein serbisches Milieu in Serbien in die deutsche Sprache eigentlich übersetze. Mhm. Weil diese Jungs bewegen sich innerhalb Belgrads, aber sie sprechen Deutsch im Roman. Und das ist für mich so dieser transkulturelle Moment. Und das ist eigentlich der Moment, in dem ich zumindest versuche, irgendetwas Neues in die deutsche Sprache, das klingt auch jetzt arrogant, ich versuche nicht etwas Neues in die deutsche Sprache einfließen zu lassen, sondern ich versuche eher so eine neue Fasson reinzubringen, dieses Kantige, dieses Harte, diesen Slang zu übersetzen, manche Dinge so zu sagen, die man auch im Deutschen nicht so sagen würde. Und das ist für mich so dieser transkulturelle Moment, in dem ich eigentlich halt so etwas wie eine Übersetzungsarbeit tätige. Ich glaube, das ist dir sprachlich auch gelungen. Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen, über die Großmutter und über den Vater, ja. Diese beiden Figuren in deinem Roman, beziehungsweise über die Geschlechterkonstellation, die du dort aufgemacht hast. Die fand ich sehr interessant für uns als Slawistinnen zu lesen. Du hast dort das Thema des Patriarchats, des serbischen Patriarchats, finde ich, als explizites Thema mitbearbeitet. Mhm. Insbesondere darin, dass eben dort diese beiden starken Figuren, die stärkste Figur, wie ich finde, Nana, die Großmutter, die über ihre Lebensgeschichte, also auch ein bisschen die gespiegelte Lebensgeschichte der eigenen Mutter des Erzählers, wo sozusagen hereingebracht wird, das patriarchale, wenn man so möchte, auf der Sippengemeinschaft, der Sadruga-Gesellschaft basierende patriarchale serbische System. Das sind die Männer nicht mit ihren Kriegs- und Ehrenkodex, und das sind die Frauen, die eigentlich keine Rolle spielen. Und dann ist es in deinem Roman aber doch anders, denn für den Erzähler spielt ja die Großmutter jede Rolle, alle Rolle, die größte Rolle. Und sie ist ja auch Handlungsmoment für den Roman, denn ihr Tod motiviert ja die Bewegung zurück nach Belgrad. Ja. Das heißt, sie ist auch eine Figur, was mir wunderbar gefallen hat, du hast ja auch daraus gelesen, ist diese erzählerische Würde und der Respekt, der dieser Person und dieser Figur entgegengebracht wird. Und ich sehe natürlich den starken Kontrast zu diesem Vater, der immer mit negativen Attributen versehen wird. Mein Vater, die Missgeburt. Mein Vater, das Stachelschwein. Mein Vater, dieser Bastard. Mein Vater, die falsche Kröte. Mein Vater, die Mistsau. Wo natürlich der Erzähler im Grunde die Haltung der Großmutter zum Großvater imitiert. Denn so spricht sie auch über den Großvater. Das heißt, er kommt sozusagen nicht in der Linie der Männer, er kommt in der Linie der Frauen. Ganz anders als in der Sippengesellschaft, die patrilineare Linie, nicht? Da kommen die Söhne, und er kommentiert ja auch, sich auf dem Schild wiederzufinden, auf das der Vater ihn gesetzt hatte, also ihn in die patrilineare Linie zu setzen, überrascht ja deinen Erzähler. Du haderst, das ist sozusagen die Frage, offenbar mit den Geschlechterverhältnissen am Balkan. Was bedeutet sozusagen diese Geschlechterkonstellation, oder lese ich das aus deiner Warte gar nicht richtig? Nee, ich finde schon sogar manche Sachen, die mir selbst auch nicht so bewusst waren, aber die ich auf jeden Fall dir dahingehend zustimmen würde. Die Großmutter fungiert als in der Figur. Ich glaube, das, was ich versucht habe, da zu machen, geht so. Der serbische Nationalismus fußt ganz stark auf Opfernarrativen. Sozusagen Serbien als ewiges Opfer. Mhm. Und das wird natürlich getragen von dieser
männlichen Sippe, ja, die diese Sippschaft, die Leute, die auch diesen Nationalismus immer das Feuer dieses Nationalismus geschürt haben, jetzt abgesehen auch von manchen weiblichen Protagonistinnen, die da jetzt irgendwie mitgemischt haben, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stark männlich dominierte patriarchale Gesellschaft, die auch dieses Opfernarrativ immer wieder beschwört. Die Großmutter dient da als Gegenerzählung. Mhm. Und da denke ich, da habe ich nicht wirklich an irgendwie so eine an etwas gedacht, das wäre auch anmaßend gewesen, irgendwie so ein weibliches Prinzip bei ihr herauszufinden, sondern sie will sich nicht, auch wenn sie allen Grund dazu hätte, sie will sich nicht als Opfer sehen. Mhm. Sie ist eine, die gesagt hat, nein, ich lasse mich von ihm. Er hat, der Großvater hat die Kinder weggenommen, er hat ihr Leid angetan, indem er ihr ihre Position in dieser Gesellschaft vordeterminiert hat. Und nach seinem Tod sagt sie, ich lasse es nicht mehr mit mir machen, mit niemandem. Und natürlich versucht sie dann natürlich auch dieses Prinzip das Prinzip des Rückgrats, sagen wir es mal so, auf ihren Enkel zu übertragen. Ob er dieses Prinzip der Großmutter oder das so annimmt oder das, ob er das so weiterträgt, da bin ich mir eben nicht sicher. Weil ich mir denke, dadurch, ich finde ihn ja eben so problematisch, weil er ist gegen den Nationalismus, gegen dieses Patriarchat, gegen diesen Faschismus, sagen wir mal. Aber er trägt alles in sich für einen guten Faschisten. Mhm. Die harte Sprache, die absoluten Urteile, die Wut, den Hass, das sind, und dahingehend geht er eben nicht nach der Großmutter oder nach dem Prinzip der Großmutter, sondern er handelt immer so zwischen diesen beiden Welten. Und ich glaube, er verharrt auch dazwischen. Also er versteht sowohl das eine als auch das andere Prinzip, aber und in dem Moment, in dem er vielleicht der Großmutter nachgehen könnte und sie wirklich als Vorbild haben könnte, nimmt er den Ring und rammt ihn ihr in den Hals, was ein wirklich eigentlich ein grauenvolles Bild ist. Also es ist fast irgendwie überpatriarchal, weil er bemächtigt sich ja auch irgendwo, vergeht sich auch an diesem Körper irgendwo. Mhm. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, und das sind halt so diese beiden Spannungsfelder, in denen sich dieses Patriarchale und dieses weibliche Prinzip in dieser Figur widerspiegeln. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Also so aus was ich aus dem Buch lese. Ja, diese Widersprüchlichkeit und Gebrochenheit dieses Erzählers ist ja auch eines der großen faszinierenden Aspekte, würde ich sagen, in einem Roman. Also es ist fantastisch gelungen. Ich denke allerdings, wenn du schon erlaubst, dass anders gelesen wird, dein Text. Ja, natürlich. Ich finde, mir war auch ganz rätselhaft, warum der Erzähler der Großmutter am Ende den Ring des Großvaters, den er getragen hat, dann in den Rachen steckt. Und ich habe versucht, alle möglichen Filme nochmal irgendwie wiederzuholen, die mir eingefallen sind über verrückte Serienkiller, die Zeichen hinterlassen. Als das nicht wirklich fruchtete, kam mir eben diese Idee. Ich meine, man könnte es natürlich auch anders interpretieren. Man könnte auch sagen, er unterbricht das. Also die männliche Partizipation an der Linie, indem er den Ring, der vom Großvater stammt, einfach nicht mehr weiterträgt, ja, sondern mit der Frau ins Grab geht, so wie zumindest in der Sippengesellschaft die Frauen ohnehin immer nur die angelagerten Elemente sind, die mit ihrem Tod auch sterben, während die männliche Ahnenlinie fortgeht. Und ich fand das fantastisch, dass er sagt, nein, da mache ich nicht mehr mit. Ja, und habe das tatsächlich sozusagen als starkes symbolische Handlung gelesen, die sagt, ich bin raus aus diesem Spiel. Ja, nee, ja absolut. Das ist auch natürlich eine absolute Legitime. Ich glaube, diese Lesart liegt mir insofern, als dass natürlich das ein so aufgeladenes und symbolisches Bild ist, das ist sehr, sehr breit interpretierbar. Viele Leute haben mich gefragt, was ist das? Also es steht da irgendwie so für sich alleine, es wird dann später wieder aufgegriffen. Mhm. Und ich hab das selber eigentlich, ich weiß selber, also ich kann das auch nur selber interpretieren.
irgendwie wie auch dieser Protagonist im Roman, als ich das geschrieben habe, war ich auch irgendwie so, oh Gott, was schreibe ich jetzt da? So. Aber ich würde auch, und da gebe ich dir absolut recht, ich würde da dieses Bild auch absolut als eine Zäsur wahrnehmen beim Lesen. Da hört irgendetwas auf. Was das ist, das ist, glaube ich, offen. Und ich glaube, man kann es in beide Richtungen lesen. Ja. Wenn du sagst, da hört etwas auf, wie geht es denn jetzt weiter? Woran schreibst du gegenwärtig? Ich schreibe an meinem zweiten Roman. Ich bin gerade wirklich am Anfang. Und dadurch, dass ich auch in Salzburg jüdische Kulturgeschichte studiert habe und einen Schwerpunkt, ich bin ja Germanist und auch einen Schwerpunkt auf deutsch-jüdischer Literatur und jiddischer Literatur, habe ich mich eines jüdischen Themas auch angenommen. Und der Roman spielt wieder in Belgrad. Aber mehr dazu kann ich nicht sagen, weil ich mich gerade eben auch einlese in die Thematik, eben sehr viel Literatur, Kish, Tishma, Mertens lese ich jetzt gerade, den ihr letztens da hattet, Adi Andritsch, die Andritsch-Biografie, Hannah Arendt, etc. Also ich lese mich jetzt gerade eben über jüdisches Leben in Semmen und Belgrad, während der in Königreich Jugoslawien bis zur Shoah und so weiter. Also ich bin jetzt gerade wirklich so am Sammeln an Material. Ich habe schon angefangen zu schreiben, aber das ist halt wirklich kaum der Rede wert. So, das ist halt wirklich so der Anfang, das Abstecken des Feldes, das dann irgendwie so bestellt werden muss. Gut zu hören, ja, dass du deine Arbeit fortsetzen kannst, auch unter den Bedingungen gegenwärtig der Isolation. Ach, die Bedingungen der Isolation sind großartig. Also zumindest für uns Schreibende. Gut, für uns an den Universitäten war das weniger hilfreich. Es war aber trotzdem wunderbar, dass wir trotz der Beschränkungen, die wir gegenwärtig haben, jetzt per Online-Video nochmal diese Lesung, die wir geplant hatten, nachholen können. Vielen Dank, Marco, für die wunderbare Lesung. Vielen und Dank für die wunderbaren Fragen. Dankeschön. Musik